We make the strings louder. Doch die Fahrt schon. Die Kamera drauf. So, warte. 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 So. Warte, Ego-Perspektive. Servus. Servus. Ich hab dich noch nie live gesehen. Schaut cool aus. Was ist das? Was ist das verschießen? Die Gabel ist einmal gigantisch. Mal laufen, bis sie schön warm ist. Man sieht schön, dass es zirkuliert. Ja. Ja, wer weiß, der Wein merkt ja alles neu. Ja. Im Resonanzbereich habe ich noch nie gehört. Das ist mehr so rum, rum. Ja, weiß ich jetzt noch nicht, passt gescheit von der Ding her. Ja,
Warum steht da 94 und nicht 100? Ja, gerade. Was? Oh, das hilft nichts, ich muss mal wieder machen. Okay. Ja. Was für Düsen hast du drin? 24? Ich hätte gesagt 130 einmal. Aber wenn wir 130 und Nadel wahrscheinlich mittig, gell? Beim Vergaser gut. Okay, ja. Probieren wir Düsen. 130, 135 sowas und Nadel. Ein Ovi? Ein Kipps Ovi, also die also, Nadel Ovi. Ich würde es dabei. Ich würde es so sagen, Düsen 130, so 130, 135 und Nadel mal so lassen. Dann probierst und dann merkst du eh besser oder schlechter. Aber ich glaube, die Innenrotter passen, oder? So einmal. Was für Vorzüge muss es geben? Ah, was haben wir gehabt? 6,5. Ja, ich habe geschrieben zwischen 4 und 7. Das passt und ja. Bei meinen, auf 46 Kub bei den BRK hätten sie auch bei den 6,7 gehabt, glaube ich. Ja, nein, das. Ich sage mal so, so passt es schon mal und dann schaust du, wenn der Vergaser perfekt läuft und du merkst, er ist weder zu fett noch zu mager oder was auch immer, dann kannst du hergehen und sagen, du drehst das jetzt ein bisschen um mich. Probierst, ja. Wieder ein bisschen, dann spürst du, okay, jetzt dreht sich 100 Umdrehungen weiter aus. Das, am Ende merkst du es dann irgendwann, was das auch. Du kommst selber drauf, genau. Du merkst es, ein bisschen feiner geht sie dann noch. Das ist jetzt nicht viel, aber dann passt sie. Ja. Kupferaal, oder? Aal oder Aal. Ja, weißt du das? Simulierbar die Kupferdichtung. Ja, das schon.